Klabautermänner und alles Gute für das neue Jahr 2015. Ich denke nicht, dass ihr das Video jetzt gerade seht, wann es online gekommen ist, denn es ist 0 Uhr 01. Jawohl, und ich habe hier für die Silvesterfolge von Minecraft Alone natürlich auch Feuerwerk am Start. Das habe ich mir mal schnell für die Folge beigecheatet. Also, und das werfen wir jetzt mal so ein bisschen. Feuern wir das Feuerwerk ab. Jawohl, da geht's los. Hier, Feuerwerk. Zack, 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 zack. Peng, peng. Oh! So ist das Feuerwerk doch mal richtig geil, oder? Zack, peng, peng, ja. Feuerwerk der ganz besonderen Sorte haben wir hier. Ah, ist das schön, oder? Mein Gott, ist das schön hier. Feuerwerk in Minecraft. Peng, jawohl. Ja, das Jahr 2015. Ich feuer jetzt hier im Hintergrund noch die restlichen Raketen alles ab, was wir hier noch so haben. Und, ja, 2015 hat begonnen. Herzlich willkommen im neuen Jahr in der nächsten Runde von Minecraft Alone. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sage. Ich habe erst so überlegt, vielleicht gehst du hin und machst so eine Art Neujahrsansprache hier im Spiel. Aber, nee, das wäre nicht ich, wenn ich mir da irgendwas vorbereiten würde. Von daher, ja. Das neue Jahr hat begonnen. Ich möchte mich auf diesem Wege jetzt nochmal bei euch allen bedanken für das letzte Jahr, 2014. Da habe ich ja mit all dem hier angefangen. Und ja, es war ein wirklich hammergeiles Jahr für mich. Ist auch Feuerwerk zu Ende. Denn ich habe nicht nur einen Kanal zumachen müssen und einen neuen auf und der neue jetzt schon wieder verdammt gut dasteht. Meine Zukunftszahlen steigen immer weiter, das Feedback unter den Videos wird immer geiler. Es ist einfach nur wow, 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 wow und danke, 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 dass ihr mich bei dem Ganzen hier so geil unterstützt. Das finde ich echt Hammer. Von daher hoffe ich auch, dass es im nächsten Jahr da so weitergeht. Und ja, ich vielleicht den ein oder anderen Abonnenten noch dazu bekomme. Hier bei Mr. Captain. Ja, und jetzt will ich mich hier erstmal wieder komplett ausstatten. Weil ich habe ja alles, ein Eimer Wasser, die Fackeln kommen hier mit rein. Essen kommt hier mit rein und eine Schippe. Weil ich habe ja, jetzt wird's Tag, ideal abgepasst fürs Feuerwerk. Ja, ich bin immer noch so mega begeistert. Ich habe ja natürlich einiges hier in meinen YouTube-Kanal investiert. In dem Sinne, dass ich Kameratechnik aufgerüstet habe. Ich den Greenscreen, den ihr jetzt hinter mir nicht seht. das wäre der Grund dafür. Die Softboxen und Videoschnittprogramm und allem. Also das ist ein ganzer Batzen, den ich da in das Ganze hier rein investiert habe. Und ja, ich freue mich auch riesig, dass das von euch so angenommen wird. Und eigentlich so gut wie keine negative Kritik irgendwie kommt, sondern alle sind begeistert von dem, was ich hier mache, wie ich es mache, jetzt in diesem Jahr. Also im Jahr 2015 wird es hier noch so ein paar Sachen geben, die sich ändern werden. Also nicht ändern, na doch, eigentlich wird es schon ändern. Und zwar, ich hatte es ja gestern in der Folge schon angekündigt, dass ja, Minecraft Alone in dem Sinne zu einer täglichen Folge werden sollen, also jeden Tag. Dafür die Folgen halt immer so Viertelstunde bis 20 Minuten. Das wird auf dem Kanal passieren. Dann, ich mache jetzt einfach hier nebenbei ein bisschen Bergbau. Ich hoffe, da habt ihr nichts dagegen. So, genau, also dass Minecraft täglich kommen wird. Dann haben wir Train Fever. Das wird auch. Wann genau das jetzt im Januar startet, weiß ich noch nicht. Aber es wird starten, das ist Fakt. Train Fever wird auch eine tägliche Sache werden.
Und zwar mit dem ganzen täglichen Spiel habe ich mir das Ganze so gedacht, dass ich hingehe und mache täglich von montags bis freitags kommt Train Fever und Minecraft Alone. Die zwei kommen jeden Tag, also das heißt, ich produziere dann jeden Tag zwei Folgen und am Wochenende spiele ich dann die Sims und Hearthstone. In dem Sinne, dass ich da so ein bisschen ein kleines Puffer habe. Boah, jetzt ist mein Rechner übelst am Lecken hier. Boah, Scheiße. Und das schon nach 5 Minuten ist er der Hammer. Ja, vielleicht fängt er sich gleich wieder. Ich hoffe es ja. Aber irgendwie sieht das gerade nicht danach aus. Ja, also, wie gesagt, also Minecraft Alone, Train Fever. Die beiden Spiele werden jeden Tag kommen, also nicht jeden Tag, also von montags bis freitags, immer 15 Uhr, wie ihr es gewohnt seid. Und Sims und Hearthstone und alles andere, was ich noch so spiele oder so, wird hauptsächlich am Wochenende kommen. Mein Vlog bleibt so, wie er jetzt ist. Er kommt, wenn es was Interessantes gibt. Dann starte ich den Vlog. Wow. Ja, das ist aber jetzt gerade nicht schön hier. Dass das jetzt hier irgendwas macht, mein PC wieder im Hintergrund. Dabei habe ich kein Renderprogramm, irgendwas mitlaufen, komisch. War da gerade Wasser? Nee, oder? Das sah gerade nur so aus. Ja. Ja, da das jetzt gerade so übelst ruckelt, hacke ich jetzt einfach hier nur mal so ein paar Löcher in die Wand, weil wir brauchen ja das, was wir hier gerade abbauen, Gold. Und das eigentlich im Moment genauso gut wie Eisen. Weil wir wollen ja über unser komplettes Gebiet hier Schienen legen. Wir haben ja schon angefangen mit den Schienen. Das war ja schon ein super Erfolg, dass wir die Schienen einmal hier hochgelegt haben. Aber ich möchte dieses Lorenprinzip natürlich auch weiter. Oh, ist das übel, ey. Weitermachen und würde ganz gerne hingehen. Und würde die kompletten Inseln mit Loren verbinden. Das ist so ein Ziel, was ich habe. Und das Ziel möchte ich ganz gerne verwirklichen. Und ich denke mal, dass ich das auch schaffen werde. Ohne jetzt ewig lange Bergbaufolgen machen zu müssen. So, jetzt gehen wir hier nochmal schräg rein. Ich suche ja immer noch Diamanten, weil meine Diamantenspitzhacke, seht ihr hier schon? Die ist schon, boah, recht runter. Boah, ruckelt das. So, nee, aber irgendwie haben wir. Mein Hund, der hat sich gerade breit gemacht. Deswegen hat gerade mein Mikro gewackelt. Aber das hört man. Jetzt fällt es gleich um. Hallo Hund, könntest du das bitte mal sein lassen? Ja, der ist natürlich bei der Silvesteraufnahme hier auch mit dabei, ist klar. Der darf nicht fehlen. Hey, Wuffi, was machst denn du da? Komm mal hier. Komm mal hier. Komm mal. Komm hier. Komm hier. Zeig dich mal. Oh, jetzt sieht man dich wieder nicht. Da ist er. Der Große. Oh, nicht ablecken. Ja. Der Teddy. Bei der Silvesterausgabe auch mit dabei. Boah, macht das nicht groß. Und runter. So, jetzt habt ihr den auch nochmal gesehen. Das erste Mal in einem Video im neuen Jahr. Von daher. Ja, was hängt denn jetzt hier so übel? Das ist ja pervers. Ich glaube, ich muss. Das ist ja natürlich geil, ne? Die allererste Folge im neuen Jahr. Mit was beginnt die? Mit einem ruckelnden Video. Einem Hund, der im Bild ist. Husten. Oh, also, volles Programm. Das war gerade. Oh, da kommt der nächste. Wo kommen denn auf einmal diese Creeper her? Puh. Ich habe den gar nicht. Ich habe keine Kopfhörer auf, deswegen habe ich das jetzt gar nicht gehört. Scheiße. Das hätte auch anders ausgehen können. Das hätte auch anders ausgehen können. Definitiv. Ey, was ein Scheiß. Kacke. So, ich sage es mal, boah, ne? Scheiße. Wo bin ich, wo komme ich denn jetzt hier raus? Oh, und schon wieder habe ich dieses typische Problem, dass ich nicht weiß, und jetzt gerade dadurch, dass das noch so pervers am Ruckeln ist.
Ich glaube hier, das ist die richtige Richtung. Hier kommen wir raus, genau. Nee, falsch. Hier gehen wir raus. Verdammt, wo ging das jetzt raus? Boah, ich habe mich in meiner eigenen Höhle verlaufen. Hä? Ah, da. Also ich glaube, in der nächsten Folge werde ich echt hingehen und werde mir mal so scheiß Schilder bauen. Damit ich mich hier nicht ständig verlaufe. Was heißt in der nächsten Folge? Wir haben ja in der Folge jetzt... Der PC hat sich gefangen. Aufnahmen, alles läuft. Von daher... Warum in der nächsten Folge, ne? Das können wir auch jetzt schnell machen. Und zwar brauche ich dafür Holz. So, und zwar brauchen wir gerne jetzt Bretter. Dann brauche ich Stacks. Die, ich glaube, war das so? Ach nee, das. Ach nee. So glaube ich, ne? So gehen Schilder, oder? Ja, so gehen Schilder. Jetzt nehmen wir Schilder mit. Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht es mir. Was habe ich denn? Da oben ist der Abfall. Den können wir hier mal wieder ausräumen. So, was haben wir hier drin? Redstone, der kann da weg. Und das Gold kannst du bitte hier machen. Und ich würde ganz gern das Holz aber hier lassen, weil das ist mir doch eine Nummer. Und ich packe mir mal schnell was ins Ohr. So, damit ich nämlich hier auch was höre, wenn wieder mal ein Creeper unterwegs ist. So, und wir bauen uns jetzt Schilder. So. So, ne, wir machen das schön. 3-3. So, das ist der Weg zur Mine. Und natürlich bauen wir uns Schilder auch wieder in die andere Richtung, damit ich mich hier nicht ständig verlaufe. So, genau. Jetzt sind wir hier rausgekommen. Das heißt, ein Schild kommt hier hin. Das, oh nee, zeigt dann doch so. Fertig. Jetzt haben wir ein paar viele Screenshots gemacht. Und das hier zeigt in die Richtung. So, genau. Da haben wir direkt schon den Weg aufgezeigt. So, dann brauche ich dasselbe dann nochmal hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Der Weg zur Mine. Perfekt ausgearbeitet. So, hier kommt das nächste Schild. Gut, wobei das jetzt eigentlich sehr logisch ist, dass es da jetzt darüber geht. Aber wir überlassen jetzt nichts mehr dem Zufall. Und jetzt stellen wir uns hier ein Schild hin, was uns zeigt, dass es da reingeht. So. Und jetzt haben wir, ja, ich mache jetzt einfach mal, weil ich denke mal, wir werden uns jetzt hier unten in dem Gebiet noch einen ganzen Moment aufhalten. Deswegen kann ich jetzt hier auch ein bisschen Schönheitsoperation machen und kann jetzt hier diesen Mittelblock einfach wegkillen. Dann stört er uns nämlich auch nicht mehr. Und zwar kann ich jetzt hier Schild aufstellen, so, was... Oh, nee, da unten. Nein, nein, nein. Ah, lol. Seht ihr das? Wenn ich den Pfeil mache, kommt automatisch, macht er jedes Mal einen Screenshot. Ist ja bescheuert. So, dann geht's da runter. So, hier hoch. Habe ich da irgendwas? Nee, das ist nur ein Abbauschacht. So, das heißt, hier unten, hier wird es nochmal interessant. Da noch mal ein Schild hinzumachen. Screenshot, 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 Screenshot.
Warum macht denn? Ich muss da dringend mal die Tastaturbelegung mal ändern. So, es ist zwar ein Pfeil zu viel, aber ist egal. Das nervt schon mit den Screenshots, ne? Ja, so, dann haben wir da den Weg gut ausgeleuchtet. Wo ist der Zombie? Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Wo bist du? Zombie? Komm, so weit kannst du nicht weg sein. Die sind mit Sicherheit da oben irgendwo. Ah, habe ich sogar recht. Da oben. So. Jetzt, ich habe jetzt keinen Bock auf diesen nervigen. Wir machen das jetzt so. Ist ja egal, es geht ja einfach nur, damit ich die Richtung weiß, in die ich laufen muss, damit ich hier am schnellsten wieder rauskomme. So, und jetzt. Es gibt keine Möglichkeit mehr, da hochzukommen, irgendwie, oder? Habe ich die alle von der Außenwelt abgehört? Doch, da. Wow, nicht in die Lava, auf gar keinen Fall in die Lava. Puh. Creeper! Oh, hier oben ist noch einiges los, ne? So, jetzt stelle ich mir hier noch mal ein Schild hin. Damit ich weiß, dass es da runter geht. Und beleuchte das Schild auch noch mal. So, und jetzt gucken wir mal hier hinten. Das ist einfach nur der Weg, der da runter geht. Ansonsten ist hier oben noch eine kleine Kammer. Das ist nur eine Kammer, die wir gebaut haben. Von daher ist hier drüben in dem Bereich eigentlich nichts mehr zu holen. Das heißt, ich kann eigentlich hingehen und kann den Bereich hier schon einmal versiegeln. Skelett. Versiegeln will ich diesen Bereich hier. Weil in diesem Bereich haben wir so gesehen nichts mehr zu suchen. Der ist schon fertig abgegrast. So, dann geht's weiter hier drüben. Stellen wir uns einfach mal hier so ein Schild auf, was uns jetzt hier den Weg darüber zeigt. Weil darüber müssen wir dann. Und dem Schild spendieren wir eine Fackel. So, dann gucken wir mal hier hinten. Wie sieht es denn hier aus? Jawohl, hier ist noch was zu holen. Aber auch Ende im Gelände. Das heißt, diesen Bereich. Wow! Das ist immer saugefährlich, ey. Und wenn man direkt drunter steht und dann kommt der Kies gefallen, der macht dann halt doch platt, ne? So, Kies wegbuddeln. So, das passiert jetzt hier nochmal. Aber da oben ist auch nichts mehr zu holen. So, hier ist schon überall in die Wände reingebuddelt. Das bedeutet, der Bereich ist auch versiegelt. Das gleiche gilt hierfür. Auch versiegelt. Das heißt, für uns geht es jetzt in diese Richtung hier weiter. Wobei die auch schon so aussieht, als wären wir hier gut mit allem durch. Na, da hängt noch Kohle, die wir da noch holen können. Wie sieht es hier oben aus? Ah, hier hinten passiert noch ein bisschen was. Aber das war's dann hier auch schon.
Das heißt, wir baggern uns hier mal ganz kurz in die Wände rein und gucken, ob irgendwas drin ist. Das Lapis Lazuli, gut, das ist jetzt nur levelbildend. Ansonsten ist das völlig sinnlos. Von daher, wir bauen es halt ab, weil es halt da ist. Gut, also. In diesem Bereich ist auch nichts mehr zu finden. Dann geht's hier nochmal rein in die Wände. Ne. Ja, dann holen wir uns hier das Gold noch raus. Dann war's das eigentlich auch schon. Dann können wir den nächsten Bunker versiegeln. Ach, da hinten ist Kohle. Bitte einmal Licht. Ich bräuchte so langsam echt Diamanten. Ich habe zwar noch welche, aber die will ich jetzt nicht unbedingt verbrauchen. Da hört man schon wieder einen Zombie kommen. Gut, der muss mich jetzt hier erstmal finden. So, also wieder mal überprüfen, ob es wirklich stimmt. In der Nähe von Kohle ist auch immer ein Diamant in der Nähe oder sehr oft ein Diamant in der Nähe. Ich sage, das ist jetzt hier nicht der Fall. Ne. Das sieht alles nach diamantenfreier Zone aus. Da sind wir auch schon direkt wieder durch. Wir uns hier nochmal schräg in die Wand rein, aber auch da ist nichts zu holen. Von daher geht es weiter nach vorne. Hier haben wir noch Eisen. Das war es dann wahrscheinlich auch. So, jetzt gehen wir hier nochmal rein. Da ist nichts mehr. Schräg buddeln. Gut, da drüben waren wir schon, ist auch nichts. Hier kann ich nochmal in die Wand reingehen. Auch nichts. Damit ist eigentlich auch dieser Bereich hier hinten zu und wir können gucken, wo wir hier wieder rauskommen. Wo war's? Wo war's? Dass wir hier rein und raus? Da, genau. Das heißt, eigentlich ist dann auch. Hä? Nee. Ho, wo komme ich denn jetzt hier raus? Wie bin ich denn hier reingekommen? Hier rum, ne? Ja. Das heißt, auch dieser Bereich ist jetzt für uns versiegelt. Und da brauchen wir also auch nicht mehr rein. Also, so langsam grasen wir die Höhle schon komplett ab. Da war kein Zombie. So, jetzt gucken wir hier hinten nochmal. Wie ist da? Wie sieht es denn hier aus? Da unten ist noch gut Kohle zu holen. Da ist jetzt noch allgemein ein Gebiet, wo wir jetzt noch nicht wirklich drin waren. Deswegen marschiere ich jetzt hier erstmal. Oh! Nein, das kostet mich das Leben. Licht. Nicht mehr ausreichend Nahrung dabei. Das ist natürlich richtig kacke. Aber ich will jetzt wissen. Oh, da unten drunter ist halt das Lava-Problem. So, jetzt leuchten wir uns das Ganze hier nochmal aus. So, also. Ich muss dringend zurück und muss nach Nahrung gucken. Das ist ganz wichtig. Aber erstmal gucken wir jetzt hier oben, ob es denn hier irgendwas Interessantes gibt. Wir werden doch jetzt irgendwo noch einen Fack Diamantenader finden, damit ich meine Spitzhacke hier reparieren kann. Gibt's doch nicht.
Aber irgendwie scheine ich da heute kein Glück zu haben. Also, was die eine Folge so richtig, richtig mega geil lief, mit Diamanten und allem Scheiß, was wir so gefunden haben, ist hier jetzt wirklich recht weit tote Hose. Naja, da ist nichts zu finden. Gucken, was hier die Wand sagt. Na, die Wand ist auch tot. Da tropft Wasser. Wollen wir es riskieren? Komm, wir riskieren es. Ne, wir können es nicht riskieren, wir sind zu niedrig. Das kriegen wir aber oben. Ich würde spontan behaupten, da ist das Meer. Ups. Wollen wir noch mal ganz kurz. Gucken wir mal. Ja, das sieht nach Meeresgrund aus. Also, ganz schnell da raus. So, da oben ist eh nichts mehr. Da holen wir uns jetzt noch das Eisen raus. Und dann ist diese Ecke hier eh für uns als sinnlos zu erklären. Die Spinne, sie wollte es so. Sie hat es so gewollt. Boah. Jetzt haben wir uns aber die Hütte haben wir uns jetzt aber geflutet. Naja, gut, egal. Das ist egal. So, jetzt holen wir uns hier noch das letzte Eisen raus und dann versuchen wir den Weg wieder zurückzufinden. So, und der Weg zurück, der ging ja nicht hier lang. Ich meine schon, ne? Fuck, 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 fuck. Nein, 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 nein. Oh. Fuck. Hier ist mir jetzt gerade ein Tick zu viel Wasser. Wow. Hä? Was ist das denn jetzt hier für eine Höhle? Wo kommt die denn gerade schon wieder her? Da ist ein Zombie drin. Ja, lieber Zombie. Hi. Ich glaube, trotz Schilder hab ich mich Scheiße raus. Boah. Kack-Zombies. Da kommt der nächste. Was ist denn hier hinten? Die nächste Lava. Kann hier oben irgendwas runterfallen? Nee, das sieht nach einem normalen Schacht aus, okay. Auf einmal hast du hier die Zombie-Apokalypse. Und irgendwie haben wir uns jetzt in der Folge übelste Sorte verlaufen. Aber ich will jetzt irgendwie zurückkommen. Ein bisschen Skelett, geht ein bisschen auf den Sack. Ist aber eine riesengroße Goldader. Die schreit ja förmlich danach, noch abgebaut zu werden. So, das ist ja jetzt hier die erste Folge im neuen Jahr. Von daher darf die jetzt ruhig auch ein paar Sekunden länger sein. Jetzt hier nur noch das Wichtigste ab und dann verziehe ich mich hier und versuche irgendwie so schnell wie möglich rüber zu kommen, weil bevor meine Spitzhacke komplett kaputt ist. So, Eisen noch schnell mit. Es wäre natürlich jetzt richtig doof, wenn wir jetzt hier nicht mehr rausfinden würden, ne? Das wäre richtig doof, aber ich bin da guter Dinge. Das ist die falsche Richtung.
Ich bin der guter Dinge, aber es ist die falsche Richtung. So. Und zwar hier ist das doch. Nee, da ist das nicht richtig. Wo war denn das jetzt? Boah, Scheiße. Boah. So, hier haben wir. Genau, hier geht's rüber. Das sieht doch gut aus. Irgendwie drehen wir uns gerade im Kreis. Irgendwie sieht das gerade überhaupt nicht gut aus. Vielleicht müssen wir jetzt hier mal gerade das Ganze als Aufzug benutzen. Ohne in die Lava zu kommen. Leck mich, was ist das gerade an der Anspannung pur? Na ja, gut, dann nehmen wir das halt nicht als Aufzug. Dann buddeln wir uns halt hoch. Mir jetzt auch egal. Buddeln wir uns hoch und da haben wir halt noch. So. Jetzt sind wir doch schon wieder in einem Bereich, wo wir uns auskennen. Da ist noch ein Kollege Creeper. Doch, das sieht gut aus. Das sieht genau das Sperrgebiet. Das heißt, das ist schon ganz gut. Wir sind auf einem guten Weg. Ich warte auf das erste Schild. Ich hätte doch den Weg mal weiter beschildern sollen, ha? Nee, die Höhle. Mein Problem ist jetzt gerade noch, dass jetzt hier da hinten so ein Creeper ist, der den Weg eigentlich hier rüber finden könnte. So, ich sehe das erste Schild. Ja, ich glaube, wir haben unseren Weg nach draußen gefunden. Wo geht's hin? Darüber geht's. Jawohl, und das sind wir auch richtig. Darunter? Was? Warum ist denn hier auf einmal so ein Riesenloch? Was ist hier denn passiert? Das war da aber noch nicht. Oder war das da schon? Ich sehe hier kein Schild, deswegen. Doch, da. Ha! Schild! Schilder! Ich liebe Schilder! Boah, jetzt haben wir hier voll die Überlängenfolge produziert. Einfach nur, weil ich mich verlaufen habe. Das ist der Wahnsinn. So, jetzt geht's ganz schnell zurück, weil wir brauchen dringend Nahrung. Denn die ist mir gerade ausgegangen. So, und jetzt kann ich auch nicht mehr rennen, weil ich habe keine Nahrung mehr. So. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, haben wir es geschafft, die Folge jetzt rumzubringen. Wir haben es überlebt, besser gesagt. So, Golderz in die Produktion und Eisenerz auch in die Produktion. So, was haben wir jetzt hier? Schwarzpulver. Das Knochenmehl brauchen wir nicht. Da haben wir Kohle, habe ich da jetzt auch genug. Lapis Lazuli, also wird jetzt auch zu einem Abfallprodukt. So, da befeuern wir den Ofen noch. Ja, in diesem Sinne, das war die erste Folge im neuen Jahr. Sie hat ein bisschen ruckelig angefangen, aber an und für sich war es eigentlich ganz gut. So, jetzt muss ich als allernächstes mir entweder einen Amboss bauen, wobei das hier Schwachsinn wäre, den haben wir ja oben stehen, weil die Diamantspitzhacke ist ja kaputt, also kurz vorm Ende, sagen wir es mal so. Das heißt, da werde ich mich nochmal drum kümmern müssen. Aber ich werde dann von hier unten in der nächsten Folge natürlich. Ich glaube, ich nehme das Eisen mit hoch, baue mir Eisenschienen, damit ich dann oben noch ein bisschen über Tage was machen kann. Mal sehen. So, in diesem Sinne, euch nochmal alles Gute für das Jahr 2015. Und ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Ich hoffe, der eine oder andere kommt noch dazu. Abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch wäre richtig geil, gerade bei der Folge jetzt, weil es halt nun mal die Silvesterausgabe ist. Ja, in diesem Sinne sage ich, euer Captain ist raus und viel Spaß im neuen Jahr. Trinkt nicht mehr so viel. Ciao, ciao.